Komplett Impro. Was Sie jetzt hören werden, ist komplett improvisiert. Nichts ist vorbereitet. Auf Basis einer Anregung führen die vier Improvisateure ein Gespräch, aus dem nahtlos eine spontane Szene entsteht. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gute Arbeit Impro. Heute mit Laurentin Will und Katjana Gerz. Aber auch Tarkan Bakci. Und mir, Stefan schon Tietze. Schon wieder. Ja, Tarkan ist schon wieder am Start. Wie ihr hört, ist Lena nicht mehr dabei. Die Sache ist die, dass Lena auch wahrscheinlich nicht mehr dabei sein wird. Sie hat jetzt will einen anderen Podcast starten und hat andere Projekte. Und es war sowieso ein bisschen zeitlich schwierig immer für sie, den Montagstermin wahrzunehmen. Von daher, vielen Dank, Lena, für die Zeit mit dir. Vor bestimmter Zeit wird erstmal Tarkan jetzt die Vertretung antreten. Ansonsten schauen wir mal, wir werden bestimmt noch ein paar Gäste dabei haben, gucken, das Ensemble so ein bisschen durchmischen, mal gucken, genau, wie es dann in den Zukunft so aussieht. Aber erstmal jetzt ohne Lena. Von Felix das Wort Kühlschrank. Kühlschrank. So. Ich hatte mal so ein Casting-WG gehabt, also ich war die Besitzerin des WGs. Und es war eine sehr high, classy, also Wohnung, und deswegen waren ganz viele Leute da bei Tag der offenen Tür. Und da war ein Mädchen, die hat während des der Besichtigung einfach meinen Kühlschrank aufgemacht, ja, und reingeguckt. So clever. Ich fand das ein bisschen so, ein bisschen Intimsphären. Ja, der Kühlschrank ist das Fenster zur Seele, sagt man ja auch oft. Ich finde, das ist relativ clever. Ich glaube, das sagt sehr, sehr viel über einen aus, wie der Kühlschrank aussieht. Ja. Weil du kannst aufräumen. Also wenn man aufräumt, räumt man also die Wohnung auf. Man räumt, man stellt mal vielleicht die Kommode ein bisschen richtig sauber wieder hin. Man hängt das Bild gerade auf. Aber niemand denkt daran, den Kühlschrank aufzuräumen. Und ich glaube, wenn du da reinguckst, dann siehst du, wie die Menschen wirklich sind. Und wenn dann so Obst rumliegt und halb geschimmelt und so, das, und so Eis sich schon bildet am Rand, dann weißt du, nope. Also mein Fach ist relativ leer. Ich habe eine Packung Magerquark in meinem Fach. Und man switcht da so ein bisschen durch. Man bedient sich halt gegenseitig so ein bisschen. Es ist nicht so streng bei uns. Ich kenne das auch mal. Ich habe immer von WG, damals, als ich mit WG gewohnt habe, immer geklaut und dann versucht, den Käse so zu platzieren, dass es nicht so aussieht, als ob man ganz viel geklaut hat. Wie hast du das gemacht? Indem ich die hinteren Teile gegessen habe und die nach vorne geschoben habe. Ja. Gott sei Dank sind sie da. Ich habe sie gerufen, weil sie Experte auf diesem Gebiet sind. Sie sind doch der berühmte Kühlschrankdetektiv, oder? Völlig richtig. Okay, also kommen Sie einfach kurz mit vielleicht. Hier hinten in der Küche. Freeze McFridge. Hier in der Küche ist der Kühlschrank. Und ich bin heute nach Hause gekommen in die WG. Ich arbeite halt immer so ungefähr bis 16 Uhr. Und normalerweise ist alles cool. Und ich verstehe mich auch gut mit meinen Mitbewohnern. Aber ich habe heute den Kühlschrank aufgemacht. Und ich habe das Gefühl, irgendwas ist heute anders. Ich kann es nicht genau sagen, weil es wirkt alles normal. Ich habe auch die Scheiben durchgezählt. Aber schauen Sie einfach selbst. Vielleicht entdecken Sie was. Ich hab nachgeguckt und irgendwas ist anders. Irgendwas, ich fühle das. Irgendwas, irgendwer war immer im Kühlschrank drin. Vicky, gib mir meinen Handschuh. Wovor brauchen Sie einen Handschuh? Nicht, bitte, lassen Sie ihn arbeiten. Okay, sorry. So, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil. Wir schauen mal hier auf die Butter. Ich habe hier mal eine frische Packung Butter mitgebracht. Können Sie einfach mal ganz natürlich mit Ihrem natürlichen, Ihnen eigenen, angewachsenen Stil ein Stück von dieser Butter abschneiden? Okay. Ich bin ein klasser Streicher. Ich streiche drüber. Sind ein klassischer Streicher. Ich bin kein Streicher, kein jeder Schneider. Butterabstrich ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Butter ist das Fenster zur Seele, sagt man in unserer Profession auch. Stimmt, das Messer hat auch so ein paar Schlieren gemacht, wie sozusagen auf so einem Feld. Wenn der Bauer über das Feld geht, weil es so ein bisschen geriffelt ist. Sie müssen langfristig vielleicht mal über eine Brille nachdenken, sehe ich hier übrigens in der Butter, wenn Sie es lehnen. Ist ein anderes Thema. Und jetzt schauen Sie mal hier, die Butter in Ihrem Kühlschrank. Mhm. Was sehen wir hier daneben? Ich weiß es nicht. Das ist ein klassischer Schneider. Das ist ein klassischer Schneider von einer Person, die links hin zwischen 19 und 24 arbeitslos und erhöhter Drogenkonsum. Erinnert sich das an irgendjemand? Marco, komm mal bitte her. Yo, Bro, was ist los? Das ist nicht dein scheiß Ernst? Du hast von meiner Butter geklaut? Nein, ich hab den ganzen Tag geschlafen, Alter. Du weißt, auch ein bisschen Counter-Strike gespielt die Nacht, durch das schlafe ich immer mittags. Counter-Strike ist das Fenster zur Seele übrigens.
Wer ist es denn hier? Was machen Sie denn hier in unserer WG? Freeze McFridge, der berühmte Kühlschrankdetektiv und meine Assistentin. Vicky. Wehmeier. Ich habe den berühmten Kühlschrankdetektiven angeheuert, weil ich bin heute nach Hause gekommen und im Kühlschrank war was anders. Und ich weiß, dass ihr klaut, ihr schreckt davor nicht zurück. In meinem Zimmer fehlen auch andauernd Sachen, aber im Kühlschrank, da ist einfach vorbei. Bro, jetzt entspann dich doch mal. Nein. Niemand klaut hier. Wir sind eine Gemeinschaft. Können Sie das nochmal machen, Ihre Sherlock-Nummer? Wir wollen doch hier keinen Streit erzeugen. Naja, und schon als ein kleines Streit Friedensangebot, nehmen Sie sich doch einfach ein Stück Butter. Nein! Doch. Das ist halt, ja. Nehmen Sie sich doch einfach mal ein Stück Butter. Hier ist ein Messer. Ich bin allergisch gegen Butter. Ich kann das leider nicht essen. Du bist nicht allergisch gegen Butter. Ich habe hier dein Allergie. Ich bin sehr wohl allergisch gegen Butter. Du weißt gar nichts über mich. Ich hab dein Allergiebuch aus deinem Zimmer geklaut. Hier ist es. Ich kann nicht mal schreiben. Das ist nicht mein Buch. Da steht dein Name drauf. Das ist Geburtsdatum. Der Name Mohammed Zimbadi Bladi ist sehr, sehr häufig. Das könnte jedem gehören. Kann ich nicht sagen. In diese Kultur habe ich keinen Einblick. Aber gut. Dann nehmen Sie doch einfach ein Stück Gurke. Okay. Moment. Ich bin auch allergisch gegen Gurke. Sorry. Das ist nicht. Doch, das stimmt. Der ist allergisch gegen Gurken. Der Mann hat einige Allergien. Aber wenn Sie allergisch gegen Gurken sind, warum tragen Sie dann ein Gurken-T-Shirt? Weil was mich nicht umbringt, macht mich nur stärker. Und. Guter Punkt. Dem muss ich hingeben. Deswegen. Guter Song. Muss man. Da gebe ich Ihnen die Hand. Dankeschön. Oh nein. Da! Was ist das? Das ist meine Hand. Was Sie nicht gemerkt haben. Das meine Hand war mit Butter eingeschmiert. Oh. 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 Es ist wirklich der berühmte Kühlschrankdetektiv. Wir schneiden zum Krankenhaus. Piep. Piep. Das konnte niemand an. Piep. Ich habe nicht gewusst, dass er diese Allergie hat. Also das ist 5, 6, 1, 8, 9. Das ist meine Versicherungsnummer. Nochmal, wirklich, Piep. Tut mir sehr leid. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Ich habe meinem Patienten extra und seiner ganzen Familie eindeutig gesagt, er darf niemals in Berührung mit Butter kommen. Wir haben sogar ein Allergiebuch, das wir überall in seiner Wohnung ausgeteilt haben. Als Entschuldigung hier diesen Blumenstrauß. Es tut mir leid, es ist einfach... Von uns allen. Also ich habe jetzt nicht mitgezahlt, aber der ist von uns allen. Ja. Gefällt er Ihnen? Dankeschön. Moment, der das ist voller Butter, der Blumenstrauß! Nein! Wo ist die Allergie jetzt? Schnitt zur Notaufnahme. Also nochmal, 6, 2, nochmal, wirklich für mich meine Versicherung. Ich rufe nochmal an. Ich weiß nicht, wo dieser Mann herkommt. Er hat herausragende Qualifikationen eigentlich. Du lügst, also. Piep. Piep. Normalerweise klappt das mit dem Butterblumenstrauß. Können Sie bitte aufhören, eben Butter zu geben? Es tut mir wirklich leid. Bitte sag meiner Mutter, dass ich sie liebe. Aber ja, ganz wir haben kurz, jetzt sie nicht sagten, erreicht, aber ihn hat ein bisschen was von der Mortadella gefehlt. Yeah. Mhm. Ja, fällt mir doch auf. Es wird so kalt. Was ist denn das für Mortadella-Spuren an Ihrem Pullover? Haben Sie die Mortadella vielleicht selbst gegessen? Das stimmt. Und sich nachts in einen anderen Menschen verwandelt, der einen anderen Butterstrich hat. Stimmt, ich war einen Tag davor feiern, ich kann mich nicht daran erinnern, den Abend, vielleicht habe ich selber gegessen. Und wiederum ist ein Rätsel gelöst. Bitte verlassen Sie mein Zimmer, mir ist so kalt. Mal wieder ein erfolgreicher Fall von Freezy McFridge. Freezy McFridge und Vicky. Christian Schindler sagt Ballermann. Was genau? Woher kommt der Name Ballermann? Ich dachte mir, Ballermann sei eine Pistole. Wann hast du das gedacht? Als ist nicht so abwegig. Kleines Kind, als 21-jähriges Kind hab ich das gedacht. Und dann dachte ich mir so, weil man da auf der Party ist und dann ballert man sich Alkohol rein und Drogen. Aber das und ist doch Ballern. Jetzt kommt langsam kommen wir in der Richtung, wo ich glaube, es ist wirklich daher kommt. Das ist doch Ballern, ja. Und wollen wir einen. Wir gehen einen ballern. Ballern. Ja, wir wären ja nicht der Gute Arbeit immer Podcast, wenn wir das nicht einfach nachgucken würden. Antwort trocken nachschlagen. Ohne Gags. Don't think, Impro. Don't think, just Google. Don't think, Google it. Inspiration für den Namen war eine Flasche Ballantines Whisky. Das ist so. Ja. Gibt es sonst noch Fragen aus der Community? Die unspektakulärsten Antworten der Weltgeschichte. Ballermann ist dann auch sehr groß during Fasching? Oder ist es nicht? Ist egal. Für Karneval? Eine neue Folge Alileo Mystery. Heute widmen wir uns der Frage, woher kommt eigentlich Area 51? Sollen wir mal kurz googeln?
Ist tatsächlich, das beruht auf einem IKEA-Regal, das so ähnlich hieß, und dann hat sich das in die Welt gesetzt. Das war Galileo Mystery. Herzlich willkommen zu Tiere, Fakten, Fiktionen. Heute unsere Frage: Was macht Fledermäuse so besonders? Eine Sekunde. Kurz Google. Fledermäuse sind vor allem in Südamerika anzutreffende Tiere, die durch ein Ultraschallsystem ihre Umwelt wahrnehmen und nachtaktiv sind. Und, hier, guck mal, sieht man ein Bild, wenn die schlafen nachts, weiß nicht, ob man das sehen kann, können wir da mit der Kamera ein bisschen dran, ganz kurz. Guck mal, wenn die schlafen nachts, dann hängen die falsch rum. Der sieht aber auch echt müde aus. Aber kriegen die nicht so einen roten Kopf dann irgendwie? Das ganze Blut fließt doch im Kopf. Steht hier jetzt nicht. Das war's auch schon wieder von Tiere, Fakten und Fiktion. Bis nächste Woche. Ciao. Hallo Kinder! Habt ihr Lust auf ein... Jesus. Habt ihr Lust auf eine neue Folge? Bernd erklärt die Welt. Yay! Yay. Bernd. Okay, was habt ihr so für Fragen? Warum kann Haus nicht fliegen? Das werden wir folgendermaßen lösen. Ich meine, kurz den Laptop aufklappen. Häuser können nicht fliegen wegen der Gravitation. Yay! Yay! Warum hat sich meine Mutter von dem neuen Freund getrennt? Den fand ich eigentlich mal wieder ganz interessant, weil der war nett zu uns und hat uns gut behandelt, hat uns nicht geschlagen, hatte kein Alkoholproblem. Aber jetzt hat die Mama sich von dem getrennt. Meine Frage, warum? Da googeln wir auch einmal kurz. Symptom, Trennung. Deine Mutter hat vermutlich Bindungsängste. Yay! Und ist sexuell frustriert. Yay! Wir schneiden zur Sendezentrale. Leute, die Quoten sind eingebrochen. Was ist passiert? Wir haben uns komplett neu aufgestellt. Es hat nichts funktioniert. Also Google sagt, die Quoten seien nicht gut, weil die meisten sich eher für... da haben wir es. Einfache Unterhaltung und Scripted Reality-Formate interessieren. Na dann, wie macht man sowas? Google an. Einfach eine Kamera draufhalten. Das Wort kommt von Kneipenkind und lautet Regenschirm. Kneipenkind. Ich besitze keinen Regenschirm. Ich glaube, ja, ich besitze auch keinen Regenschirm und keine Pyjamas. Die zwei Sachen. Ich glaube, wenn man Pyjamas und Regenschirme besitzt... Also in einer regnerischen Nacht bist du verloren. Ja. Nein, aber das sind so Sachen, wo man denkt so, da bist du ein anderer Schlagmensch. Bei mir ist es Schuhlöffel. Ich habe das Gefühl, sobald man Schuhlöffel besitzt... Ich weiß nicht mal, was das ist. Ist man absolut. Was zum Teufel ist ein Schuhlöffel? Also ein Plastikstück, das dir hilft, den Schuh reinzukommen. Schuhanzieher. Schuhlöffel ist das Wort, was du benutzt dafür? Ja, Taco? Du. Was hast du im Deutschkurs gelernt? In meinen 2 Wochen Intensiv-Integrationskurs habe ich tatsächlich Schuhlöffel gelernt. Schuhlöffel, ja. What Stefan, was? Stefan, du bist offiziell, das wurde nie gehört. Offiziell disqualifiziert. Stefan ist ich bin mal durch die Innenstadt hier in Köln gelaufen und da haben Leute irgendwie so eine Petition geführt. Ich glaube, es war irgendwie für behinderte Menschen, dass die halt irgendwie besser an Sachen kommen und weiß ich nicht genau. Also alle Regale werden ein bisschen tiefer gebaut, Leute. Aber auf jeden Fall, dadurch, dass ich unterschrieben habe, haben die kostenlose Schuhlöffel verteilt. Das war das Geschenk, was ich will jetzt nicht deine Illusion zerstören, aber ich glaube, du wurdest einfach eiskalt verarscht und ausgenommen. Nee, sie hat mehr bekommen, als sie vorher ich hatte. Ich habe ja nur also, unterschrieben. Sie wurde im positiven Sinne verarscht. Ich wurde ja nicht verarscht. Ich habe ja einen Schuhlöffel bekommen. Und ich habe nur unterschrieben, dass es halt irgendwie, ich weiß, vielleicht mehr Rampen bauen oder so für... Ich glaube, ich habe irgendwas. Way! Ich habe aber immer öfters mal Regenschirme, die ich von irgendwo her einfach mitnehme. Und ich weiß nicht, das ist auch so wie Feuerzeuge. Mir fehlen immer Regenschirme, weil ich die irgendwie immer verliere, nachdem ich hier war. Normal. Weil die anscheinend jemand mitnimmt. Das passiert mir auch immer. Komisch. Komisch, eigenartig. Seid ihr lieber, wenn man zu zweit einen Regenschirm teilt, derjenige, der den Regenschirm hält? Ja, die Wahl habe ich nicht. Oder du bist immer der Helfer? Ich muss immer der Halter sein, weil sonst muss der andere seinen Arm immer ganz nach oben strecken. Ja. Ich glaube, man wird immer nässer, wenn man derjenige ist, der es hält. Weil man immer die ganze Zeit auskommt, also zeigen will, so, ich will dich beschützen. Und dann steht man halt immer so quer da. Ich glaube, das wäre ein No-Go, wenn ich ein Date hätte und der kommt mit dem Regenschirm. Ich würde sofort warum denken. Warum das denn, wenn es regnet? Ich würde sagen... Oh, der ist zu gut vorbereitet. Das ist ein Typ, Schlagmensch, der wird mich...
Nicht, dass ich ihn nicht mögen würde. Ich glaube, er wird mich nicht mögen. Katjana94, bist du es? Hi, ich bin's. Hier, komm einfach drunter mit. Hey. Ja, na, wie geht's dir? Du siehst anders aus als auf dem Bild. Hi. Ja, das sind die hohen Perspektiven immer. Du hast genau. Stehst du hier schon länger? Wartest du schon länger auf mich? Ja, also ich warte jetzt schon, wir hatten ja gesagt 6:30 und jetzt ist. Ja, sorry, tut mir leid, aber warum hast du keinen Regenschirm mit? Also, es regnet doch. Also ich meine, du hättest ja. Wenn du so früh losgehst und du siehst, es regnet. Und ich habe ja schon geschrieben, dass ich ein bisschen länger brauche. Dann hättest du ja vielleicht einfach einen Regenschirm. Torben, also ich will es jetzt nicht sofort sagen, wir haben gerade unser erstes Date, aber ich besitze keinen Regenschirm. Hm? Ich besitze keinen Regenschirm. Ich orientiere mich halt einfach an Dächern und. Hast du den verloren oder so? Du hättest ja auch noch einen kaufen können, weil du wartest nee, ja nicht länger. Nee, ich habe halt keinen Regenschirm gekauft. Ja, shit. Ich weiß. Ich weiß nicht, ob ich. Ob ich das vertrage. Hast du denn. Wie bist du denn. Ich hab halt immer Zeitungen dabei, die ich halt so irgendwie so grob über meinen Kopf halte. Ich weiß, ja. Ich sehe die Enttäuschung. Puh. Okay, dann muss ich mich erst noch ein bisschen dran gewöhnen. Alles klar. Gut, ich kann nochmal ein Auge zurücken. Komm, lass einfach schon mal ins Restaurant gehen, einfach. Wir haben uns ja auf das asiatische Restaurant geeinigt, wo man die Schuhe ausziehen muss. Da habe ich ja geschrieben, ist ja diese Besonderheit irgendwie. Okay. Lass einfach in dieses Restaurant gehen. Cool, okay. Hallo, guten Tag. Was darf es für Sie sein? Ja, hallo. Wir hatten einmal reserviert auf den Namen Schmidt. Tisch 2. Schmidt, ja. Der Tisch für 2. Genau, richtig. Gut, dann fragen Sie mir bitte. Wo muss man die Schuhe ausziehen? Hier schon? Weil ich habe jetzt extra meinen Schuhanzieher mitgebracht, weil ich dachte, du hast bestimmt auch deinen Schuhanzieher mitgebracht. Weil wir sind fest davon überzeugt gewesen, dass wir hier die Schuhe ausziehen müssen. In diesem asiatischen Restaurant. Ich habe mich jetzt nur darauf konzentriert, dass ich 2 passende Socken habe. Oh Gott. Hast du keinen Schuhanzieher mit? Obwohl wir davon ausgegangen sind, dass hier. Ich habe gedacht, ich krieg. Shit. Entschuldigung. Ich habe keinen Schuhauszieher. Okay, einfach zum. Führen Sie einfach zu meinem Tisch und dann. Ja, gerne. Danke. Ja, ich hätte gerne eine Cola. Eine Cola? Auch eine Cola Light, bitte. Oh, eine Cola Light. Tatsächlich haben wir momentan das sogenannte Xingyong Dao Quiz. Das bedeutet, dass wenn Sie eine Quizfrage richtig beantworten, dann kriegen Sie das komplette Essen umsonst. Das ist eine coole Aktion. Das ist eine sehr innovative, nette Tobias, Aktion. Tobias, wir haben doch jetzt schon den kleinen gemischten Salat bestellt und eine kleine Cola Light und so. Willst du nicht diesen Test einfach mit mir machen? Komm. Doch, gib mir noch eine Chance. Dann die Frage an die Dame. Nennen Sie den vierten Turtle nach Leonardo, Michelangelo und Raffaello. Ja, jetzt. Es tut mir leid, was. Das ist nicht dein Ernst. Du bist die schlimmste Person der Welt. Kann ich einen Joker haben? Tut mir leid, ist nicht richtig. Können Sie noch eine Frage stellen? Ist das ein Quiz? Das ist auch für mich interessant. Weil offensichtlich ist es die schlechteste Person der Menschheit. Sie hatte nicht mal einen Regenschirm im Regen. Gut, na dann. Was ist Ihre Lieblings-Snoopy-Figur? Snoopy? Mhm. Snoopy. Alles klar. Gut, ciao. Das war's von mir. Ich bin kurz davor einfach in die. Okay, ich verstehe das, dass ich ganz viele Fehler gemacht habe. Aber was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist deine Lieblingsfarbe? Pink. Wie schön, Ihre Jacke. Dankeschön, meine Jacke. Ganz kurz, aber ich muss dich dann, bevor du gehst, muss ich dir eine Frage, weil das ist mir wichtig. Ich habe mir gedacht, heute kann nur das Date gut laufen und ich habe sogar meine Pyjamas mitgebracht. Weil ich habe Pyjamas. Das ist wichtig, dass man schön Pyjamas. Was machst du da? Du tust deine Pistole in deinen Mund? Das war eine Nachricht der Pyjama Foundation. Pyjamas töten. Das war gute Arbeit, Impro, für diese Woche. Vielen Dank für alle Einsendungen. Ihr könnt uns gerne auch weiter Trash-News schicken, wenn ihr da irgendwie interessante Sachen findet. Wir versuchen das dann zu sortieren. Ansonsten vielen Dank an Katjana Gerz. Danke vielmals. Danke schön an Tarkan Bacci. Danke vielmals. Dankeschön an Stefan Tietze. Dankeschön und Dankeschön an Florentin Will. Und danke an jeden von euch, dass ihr immer so gern zuhört. Und danke an Lena für ein wundervolles Jahr. Ciao. Ja, danke Lena. Macht's gut. Ciao. Das war ein Podcast von Funk.